Ich war in Budapest, einer Stadt mit einer kulinarischen Vielfalt. In diesem Video werde ich einige der besten Foodspots der Stadt erkunden und ihre Köstlichkeiten probieren. Lass uns gemeinsam auf eine gastronomische Reise durch Budapest gehen. Begleitet mich, während ich die Aromen und Geschmäcker dieser wunderschönen Stadt entdecke. Also, wir sind hier bei einem Café. Wir haben hier das hier am Start. Da ist das New York Café und die Schlange ist ein bisschen gottlos. Also, wir sind hier und haben hier Eggs Benedict und natürlich Flat White. Buschiertes Ei. Könnte ein bisschen flüssiger drin sein, aber passt schon. Wir bringen eine Soße drüber und Weißbrot mit irgendeinem Lachs oder was. Nee, irgendeinem Schinken. Wir probieren einfach mal. Also die Soße ist zu fettig, aber als kleines Brunch kann man das schon machen. Dazu hier das schöne Flat White. Oh yeah. Was eine Kombi. Er ist ein cooler Laden. Ist ein bisschen für Hipster, aber ist cool. Ich bin Hipster. Ich bin Hip, Mann. Yeah. Der Laden kriegt 7 auf 10. Essen kann man eigentlich schnell. Super. Und ich bin der Dennis und ich habe einen Avocado-Bagel. Und ich bin der Uwe und ich bin der Kameramann. Ich bin Bruno und ich bin der Kameramann. Also, wir haben es 1 Uhr in der Nacht. Ich habe hier einen dicken Burger am Start. Am Volt bestellten Jalapenos. Ach du Scheiße. Ja, RIP. Ich finde 1 Uhr nachts Burger. Kann man da nichts falsch machen. Das schaut aus. Das ist ein Burger. Ja, 5. Das ist ein 5. Also, oh mein Gott, Leute. Es ist immer noch 1 Uhr. Ich habe hier eine Nutella Puro Torta. So schaut das aus, eine Nutella Puro Torta. Und wir probieren diese Nutella Puro Torta. Das ist Nutella Cheesecake, ja. Hier, Nutella Cheesecake. Zitronig, limettig, schokoladig. Das ist cool, erfrischend. Also für Lieferessen ist es eine 7. In diesem Sinne, guck mal. Ich habe hier einen heißen Stein und ich bin ein bisschen am Brutzeln, ja. Ich brutzle hier das ein bisschen an. Also Leute, wir sind hier beim Cookie Beacon Brunch. Brunch. Das ist ein Chicken Waffle. Wir haben hier Chicken, wir haben hier eine Waffel und wir haben hier Chips. Wir gehen in die Chips rein. Handmade. Das merke ich. Die sind frisch frittiert. Ich merke das. Guter Brunch. Wir packen die beiseite. Nehmen hier das Goldbesteck und essen jetzt eine Chicken Waffle. Ja, crunchy. Wir haben hier Jalapenos, irgendeine pinke Soße. Rote Bete Soße oder so. Käse, Granatapfelkerne, schau hier. Hier noch Granatapfelkerne drin. Irgendeine Soße, bisschen Grünzeugs. Das sah ein bisschen zu gekornt aus, oder? Ein Chicken cool und die Waffel hat ein bisschen eine komische Konsistenz. Aber es ist eine Waffel, das ist ja cool, dass das süß von der Waffel kommt und das salzige, knusprige von dem Chicken. Das Chicken an sich. Okay, doch. Es ist crunchy, hat was. Dazu ein Flat White, as always. Ah, lecker. Also ich esse hier den Lachs auch, dann gibt es noch hier ein Endparty. Ne? Also wir haben hier noch einen Lemon Raspberry Pie und die sind anscheinend bekannt, also der Laden ist bekannt für Handmade, also die machen die Cookies selber. Das ist der Cookie. Die Zitrone, weiß ich nicht, falscher Ehrgeiz. Lemon, okay, aber muss nicht sein, dass da die Zitrone drin ist. Die machen die mal in der Mitte auf. Oh mein Gott, wie schaut der aus? Eieieiei. Gib dir das, gib dir das. Och du heilige, oh mein Gott. Ich muss da rein. Das ist geisteskrank. Meine lieben Freunde, wir haben den neuen besten Cookie. Subway kann ich einpacken, ja. Und den ich in München gegessen habe, den Cookie, der kann auch einpacken. Aber der Cookie ist die neue 10 von 10. Das ist ja geisteskrank. Also das ist der beste Cookie, den ich je gegessen habe. Okay. All in all, der Laden, dadurch, dass er wirbt, dass alles handmade ist, er schmeckt auch handmade, muss man schon sagen. Preise gehen fit. Wir müssen zwar Viertelstunde warten, aber also in der Schlange warten, aber ansonsten ist der Laden echt 8,5 von 10, glaube ich. Ja. Also echt cool. Also, wir sind hier beim 26 Café. Das ist ein Breakfast, Brunch, wie auch immer. Ich habe hier ein English Breakfast, da ist ein Ei dabei, da sind Beans dabei, hier ist Wurst dabei. Wir haben hier Paprika, Tomaten und Pilze, dazu Brot und dann nochmal Pancakes. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal hier rein. Ja, typisch English Breakfast, mal mit dem Ei, gehen wir rein. Mhm. Schöne Kruste unten beim Eiweiß, sehr gut. Dazu die Wurst, so schaut die aus, von innen. Bisschen Weißwurst-Vibes, die Wurst ist sehr würzig, dazu Pilz. Und Brot mit Baked Beans. Baked Beans auf Brot. Baked Beans lecker. Noch eine Paprika und ein Tomätchen. Paprika, sehr gute Röstaromen. Ist eine krasse Kombi. Auf jeden Fall das English Breakfast. Jetzt mal kurz nachspülen hier mit dem Cappuccino. Cappuccino! Lecker. Nachspülen. Cappuccino gut, aber ein bisschen für Milch. Jetzt machen wir mal hier die Pancakes auf. Ja. Hier ist Kakaopulver drüber. Das schwimmt hier in der Soße, in dem Sirup. Das ist ja geisteskrank. 3 Pancakes aufeinander. Crazy, aber wir essen nur 2. Hat auch eine harte Kruste. Weicher Kern, so wie ich. Und das schmeckt doch am besten. Aber ich würde sagen, wir essen das mal schnell hier auf. Und dann gibt es noch ein paar Sekunden von dem ganzen Zeug hier. Da bin ich ja gespannt. 12 Sekunden später.
Also ich bin echt voll jetzt. Das war eigentlich nichts Besonderes. Also es ist halt cool hier in dem Ambiente, hier in dem Gewächshaus das zu essen. Aber Essen an sich war so eine 6 so. 6,5 vielleicht. Aber mit dem Ambiente und so ist schon cool. Würde ich vielleicht eine 7 geben. Komm mal machen. Super Brunch. Also wir sind hier in einem indischen Restaurant. Hier gibt's dicke Hausmannskosten in Form von Gulasch zu stellen. Hier sind Kartoffeln, Gulasch, Karotten, Zwiebeln, Knoblauch. Ja, und irgendwelche Nudeln, so ein Teig mäßig. Dazu habe ich hier schön Brot. Und das ist Paprika oder Chili, irgendwie so. Ich würde sagen, wir gehen rein. Schön Kartoffeln und Gulasch. Jawohl. Ah, bisschen heiß. Bisschen. Also das Gulaschfleisch, sehr geil, sehr zart. Wie man den Kollegen hier. Bisschen spicy. Nachlegen mit ein bisschen. Ungarisches Bier gut, bayerisches Bier besser. Holy shit. Ja, dafür, dass es so heiß ist und scharf. Ah ja. Mhm. Schmeckt super. 1A, das ist die Vorspeise, dann kommt die Nachspeise. Hauptspeise. Also wir haben hier jetzt Chicken. Das geht hier ein bisschen laut zu. Wir haben Chicken, wir haben Kartoffel, Brei und Rucola. Crunchy und zart. Und frisch gemacht. Aber warum geht es dir so ab? Very hot, but very good. Ich würde sagen, es ist nichts Besonderes. Das ist eine Hausmannskost. Hier die Kruste, schmeckt von der Brot. Der Kartoffelbrei ist nichts Besonderes. Ich würde sagen, Stani. Gulaschsuppe, das ist eine coole Suppe, würde ich sogar eine 8 geben. Weil die macht voll satt. Ich bin jetzt komplett satt von der Gulaschsuppe, aber ich habe hier noch einen fetten Main-Gang. Dem würde ich eine 6 geben. Das ist cool, aber nichts Besonderes. So. Schmeckt gut, aber muss nicht sein. Aber Laden sind mit Ambiente und allem, kriegt eine 7. Und in dem Sinne, Prost. Or maybe the sausage. Yeah, yeah. Okay. Just a moment, please, and I give you. Thank you. Also, wir sind hier in dem Market Hall in einem ungarischen Restaurant. Wir haben hier schön eine Wurst. Wir schneiden die mal auf. Nebenbei wird hier Violine gespielt und Klavier. Das ist die Wurst, so schaut sie aus. Und dazu Sauerkraut. Und Gurken und ein Strudel. Aber ich würde sagen, wir probieren jetzt erstmal die Wurst mit Sauerkraut. Ungarische Hausmannskost. Dazu noch eine Gurke. Noch ein Bierchen. Noch ein Bierchen. Haben wir heute schon mal. Also ich muss sagen, die Wurst ist außen wirklich schön knackig. Innen einen sehr würzigen, guten Geschmack. Innen ist es sehr zart, es lässt sich sehr weich kauen. Die Gurke ist eine eingelegte Gurke. Ist geil. Was wird hier so rumgeschrien? Die Leute sind hier besoffen, die saufen hier. Komm, wir probieren noch den Strudel. So schaut es von innen aus. Das ist ein Strudel. Ich schneide da mal was ab. Auf die Gabel damit und... Naja, ja, ich glaube, der ist nicht so frisch. Ja, aber schon cool, weil hier ist der Teig und der ist sehr weich. Dieser blättrige Teig, der ist sehr weich und lässt sich sehr weich kauen. Dieser Quark oder was, ist es auch sehr süß. Das ist man nicht gewohnt von einem Strudel, dass der Quark so süß ist. Aber schmeckt, ich gebe den ganzen hier. Für eine ungarische Hausmannskost ist schon eine 8. Also, wenn man weiß, was man hier erwartet, ist cool. Ja, aber noch eine Frage. Warum heißt es hier eigentlich Gypsy Music? Gypsy Music? Ja. Ja, that's for the Gypsy. Ah, okay. Leute, wir sind hier, wir haben einen Langosch, ja. Wir sind hier in der Caravan Street. Hier gibt es verschiedene Sachen. Hier gibt es von Gulasch über Burger, über Chimney Cakes, Langosch, Cocktails, alles mögliche eigentlich. Hier kann man echt lange chillen so. Und das ist genau gegenüber von unserem Apartment. Wir brauchen 20 Sekunden Fußweg hierher. Und wir sind genau jetzt am letzten Tag, am vorletzten Tag sind wir genau hier. Haben einen dicken Langosch Classic und einen Langosch Favorite. Langosch ist immer mit Sour Cream und Käse. Hier ist Spicy Sour Cream, Käse und Salami beim Favorite. Und hier ist halt normal, das ist einfach frittierter Teig mit Sour Cream und Käse. Das ist eigentlich das Ding. Ich geh mal rein. Hier ist halt frittierter Teig. Hier der Teig. Außen kross und innen weich. Es ist halt wirklich einfach eine Fettbombe. Eine Fettbombe. Aber schmeckt. Das kann man ein bisschen so vergleichen wie im Russischen die Krebli. So ähnlich schmeckt es. Bloß halt auch herzhaft. Ein Krebli im Russischen sind süß. Das ist aber herzhaft. Jetzt kommt noch der Favorite. Oh ja, Favorite mit Salami und der Spicy Sour Cream deutlich besser. So schaut das Ding hier aus. Es ist gottlos fettig, aber Fett ist ein Geschmacksträger und das schmeckt uns doch. Ist halt Street Food, aber für Street Food ehrlich cool. Ich würde dem Ganzen echt eine 9 von 10 geben. Es ist halt einfach fettig, ohne Ende, aber das schmeckt uns. In dem Sinne. Der nächste Foodspot ist was ganz Besonderes und zwar ist es das Nobu. Nobu ist ein Restaurant, was es rund um die Welt überall gibt eigentlich. Das Restaurant gibt es eigentlich fast in jeder Hauptstadt und natürlich auch in Budapest und dort haben wir es auch schmecken lassen. Also wir haben jetzt hier Tempura Rolls mit Garnelen drin oder so. So, wir gehen rein, nehmen das hier, dippen das hier rein, nehmen das hier. Achtung, Achtung. Mmh.
Ich würde jetzt schon sagen, der Reis hat perfekte Konsistenz. Wir haben hier halt eine Tempura, ein bisschen Grünzwiebeln, ist schön frittiert. Kann man nichts sagen, ist halt ein krasses Sushi. Also das ist High-Class Sushi, ist geil. Der Kollege hat sich hier auch noch was geholt. Das ist hier eine Sushi Collection, ne? Da hat man alles am Start hier. Ja? Von vorne bis hinten, da bist du komplett versorgt. Eine Cup Collection, ja. Bruder. Ah, Cup Collection, Entschuldigung. Deswegen ist auch im Cup. Da sind halt ein paar Cups drin, ja, das ist eine Cup Collection. Ich bin ein Geringverdiener und habe hier nur das hier. Deswegen könnt ihr mal gerne ein Abo da lassen. Also wir haben jetzt hier das Seafood Teppanyaki, hier ist Brokkoli drauf, hier ist ein schöner Mushroom drauf. Das Ding ist hier gerade frisch am Brutzeln gewesen. Jetzt ist es vorbei, wir haben hier Lachs, ich weiß gar nicht was das ist, auch eine Art Fisch glaube ich. Und sogar Garnelen. Ich würde sagen, wir gehen mal rein, das ist noch etwas heiß. Oh ja, schön zitronig. Hier ist sogar eine Muschel glaube ich, gell? Das ist eine Muschel, ja. Das schmeckt frisch, zitronig, so wie es sich für Seafood auch gehört. Jetzt ist halt Essen, was man nicht jeden Tag isst, aber es ist mal cool, es zu essen so. Man weiß halt einfach, dass es perfekt zubereitet ist. Ja. Es ist halt einfach eine 10 von 10 hier, was soll ich sagen? Ja. Das ist cool. Ja, und wir haben hier noch so ein bisschen Wagyu-Dumplings, ne? Alle, die nicht wissen, was Wagyu ist, das ist schön dickes, teures Fleisch aus japanischen Rindern. Super. Also, hier ist jetzt eine Squid-Pasta, eine Thaddeus-Pasta, wie heißt Tentakel? Tennisball! Das heißt Tentakel! Tintenfisch-Pasta. Das ist halt alles Tintenfisch. Das schaut aus wie Pasta, aber das soll Tintenfisch sein. Und halt mit Gemüse. Schaut cool aus. Hier sind wieder die schönen Pilze, die wir hatten. Hier ist ein Squid. Ein Squidward. Ein bisschen spicy, also oben ist so Chili drauf. An sich, ja, es ist so eine fischige Konsistenz, schmeckt nach Fisch. Merkst du, heute ist ein sehr fischiger Abend. Mai mit Gemüse und hier halt ein bisschen Soße drüber. Ich weiß nicht, was die anders machen, aber hier ist Gemüse, es schmeckt so gut. Du hast diese ganzen Röstaromen. Irgendwas machen die, dass es anders schmeckt als sonst wo. Hier unten ist schön der ganze Saft, in dem das schwimmt. Und das ist was Leckeres, was Außergewöhnliches. So, wir haben jetzt hier die Schokoladenbox. Wir haben hier irgendeine Art Lava-Cake, hier ist Schokosauce, hier ist eine grüne Eiskugel und ein paar Früchte mit so einer süßen Blume drauf. Finde ich süß. Aber der Kameramann, der muss jetzt wieder filmen. Kameramann, helfen Sie mir, bitte. Kameramann. Der Kameramann will selber essen. Oh, der ist fluffy. Oh mein Gott, der ist fluffy. Eieieiei. Also hier ist ja alles... Uiuiuiui. Da ist alles cool. Oh mein Gott. Es ist warm. Es ist fluffig. Es ist flüssig. Und dazu dieses Eis. Mmh. Aber ich weiß nicht, was das für ein Eis ist. Es ist auf jeden Fall kein Pistazien-Eis. Es ist Matcha. Es ist Matcha-Eis. Matcha-Eis. Ja, stimmt, ja. Als echter Bento-Box-Tester weiß ich das mittlerweile. Ja, Entschuldigung, ich hau hier noch die Chocolate-Sauce drauf. Ja, aber diese Chocolate-Sauce, diese Chocolate-Sauce, die habe ich noch nie gesehen, nur hier. Nee, ja, wirklich so. Hier nochmal Bart und nochmal hier ins Eis. Oh mein Gott, schau dir diesen ehrenlosen Löffel an. Crazy. Das ist eine Nobu-Experience, die man überall bekommt. Das gibt's überall, bei jedem Nobu. Auf der ganzen Welt. Finde ich super, ist klasse, kann man immer essen. Top. Ja, und das ist ein Nobu-Cheesecake. Aber mit Creme Brûlée, gell? Ja. Mach mal den Lachs. Oh, oh, oh mein Gott, creamy. Ah, oh. Mm. Dazu hier noch die Krümel, Krümel mit dem Sorbet. Ah, die Krümel ist aber krass. Ja, okay. Super, ich liebe das hier. Ich liebe Nobu. Also, wir haben jetzt hier ein Körtokolokolösch. Das ist eine Chimney Cake aka Baumstriezel. In diesem Baumstriezel ist hier Vanilla Baumstriezel, also mit Vanillageschmack. Hier diese ganzen Perlen, das ist alles Vanillageschmack. Und ich habe hier noch Bubblegum Eis und als Topping Chocolate. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein, probieren hier mal mit Chocolate und Bubblegum. Bubblegum Eis cool, weil wir müssen instant den Chimney Cake abbeißen. Der wird schön über der Holzkohle gemacht, ja, das finde ich sehr wichtig, weil das macht nicht jeder Laden. Chimney Cake. Boah, also besser als in Prag. Check gerne noch mein Prag Foodspot Video ab. Da habe ich auch so einen Chimney Cake gegessen. Ist auch eine 8 von 10, ehrlich. Ist sehr stark. 7 Kopf. Bloß der Lunger, sag ich ehrlich, ist besser. Er ist außen hart und innen zart und fluffig. Ja, das ist eine 9 von 10. Und da kann man nicht mehr viel besser machen, sag ich ehrlich. Vielleicht noch ein paar Früchte drauf oder so. Ungarn lieben wir. Uns erwartet hier eine Überraschung. Hier drin sind noch irgendwelche Kekse, Alter, bitte. Ja, das sind so Plätzchen, so Kaffeekekse, die man zum Kaffee kriegt. Schau solche, ne? Wie cool ist denn das? Also, das tut's nochmal aufbessern. Also, 9,5 von 10. Schöner Teig, dazu Kekse, das Eis, Mashallah. Aber sag nicht Mashallah, wenn du einen Chimney Cake isst.